Die dunkle Zeit beginnt wieder. Der Winter kommt. Für uns Fahrradfahrer eine der schlimmsten Zeiten überhaupt. Aber es gibt 5 Lampen, die ich euch heute vorstelle, die Licht ins Dunkel bringen. Da seid ihr damit auf der sicheren Seite. Halloween ist ja leider schon vorbei, deswegen könnten wir das als Halloween-Special machen. Sven, wir notieren das fürs nächste Mal. Ich habe heute wieder 5 Dinge für euch. Also ein klassischer Bastis Fünfer, aber heute geht es mal zum Thema Herbst, zum Thema Winter und zum Thema Fahrradfahren in dieser Jahreszeit. Das heißt, es wird dunkler, es wird früher dunkler, wenn ihr auf dem Nachhauseweg seid von der Arbeit, vom Büro und es ist 6, 7 Uhr, dann ist es nun mal dunkel und ihr müsst gesehen werden. Es gibt nichts Schlimmeres, als eh schon ein bisschen platt vom Arbeiten nach Hause zu fahren und dann auf einmal wird man übersehen von einem Auto. Deshalb gibt es hier mal 5 Lampen, die eine etwas besondere Eigenschaft haben. Sie sind alle nicht ganz gewöhnlich und deswegen stelle ich sie euch vor. Unseren großen Lampentest gibt es ja in einem anderen Video. Das ist die Lupine AX10. Die Lampe ist besonders, weil das einfach die hellste zugelassene STVZO-Lampe ist. Heißt, ihr habt hier eine Lampe, die ihr draußen auf der Straße fahren dürft. Also ihr dürft mit der auch im Straßenverkehr fahren, aber sie ist brutal hell. Und bitte, sie ist so hell, deswegen passt auch darauf auf, wie ihr sie einstellt. Das ist nämlich ganz wichtig. Das Ding ist so brachial, wenn ihr da selbst einem Auto entgegenkommt, der weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Das ist wirklich ein richtig helles Ding. Wir packen sie mal aus. Mal kurz die anderen Sachen weg. In dem anderen Video zeigen wir euch, wie das Ganze, was da noch alles mit drin ist. Aber so schaut sie aus. Und wie gesagt, brachial. Das Ding ist hell, hat Sensoren drin, hat einen Helligkeitssensor drin. Das heißt, sie geht auch tagsüber jetzt nicht auf volle Leistung, sondern sie hat ein Tagfahrlicht drinnen. Ihr habt 2 verschiedene Stufen, eine Fernlichtstufe mit 2200 Lumen. Das ist die Lupine SLAX. Bluetooth-Fernbedienung, also wirklich auf dem neuesten Stand. Und das Schöne, weswegen die eigentlich auch in diese Auswahl gekommen ist, ist, sie ist nicht verklebt. Es ist alles verschraubt an dieser Lampe und Lupine selber garantiert eine Ersatzteilverfügbarkeit. Das heißt, wenn ihr in 5 Jahren irgendein Teil kaputt habt und austauschen müsst, dann könnt ihr euch an Lupine wenden und wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich, bekommt ihr dafür noch ein Ersatzteil. Und es ist auch nichts verklebt, sodass ihr irgendwas wegschmeißen müsst, sondern es kann alles auseinandergebaut und wieder zusammengebaut werden. Und die da draußen, die schon eine Lupine fahren, also eine alte Betty zum Beispiel oder sowas, die werden euch das auf jeden Fall unterschreiben und bestätigen. Deswegen ist das auf jeden Fall eine meiner Favorites und wie die ausschaut, das seht ihr jetzt. Lupine SLAX im einfachen Modus, also der erste Einschaltmodus, einschalten mit Normallicht, kein Tagfahrlicht. Dann gibt es den Modus etwas heller. Da haben wir mehr an den Seiten, das heißt, wir haben jetzt die Tagfahrlampen auch noch mit drinnen. Und jetzt gehen wir mal auf Vollgas. Und ihr seht schon, wie krass das ist. Also man sieht wirklich alles. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben hier einen total dunklen Parkplatz und man sieht wirklich alles ganz genau. Das Ding auf dem Helm und ihr habt immer überall genau da das Licht, wo ihr hinschaut. Und das in der Fernlichtvariante. Das ist echt krass. Lampe Nummer 2. Ich habe euch ja schon mal die Z-Nex Notstrom vorgestellt, also die Powerbank, die ihr an den Flaschenhalter hinmachen könnt. Und da standen dann dauernd Kommentare drunter, ja, aber da gibt es ja noch eine Lampe. Das wusste ich schon. Die hatte ich damals auch bestellt, aber es war immer geplant, dazu ein Extra-Video zu machen. Und zwar ist das die Ohm. Ohm-Quadrat. Also so würde ich jetzt. Es ist hier auch schon so Notstrom, Notström. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich sage immer Notstrom und dann ist das die Ohm. Also wir halten sie einfach bei uns. Vorteil von dieser Lampe ist, ihr könnt sie ganz einfach vorne an den Lenker hinmachen, dann hält sie fest. Und ihr habt hier ein relativ langes Kabel, ein Flexkabel. Damit könnt ihr dann die Stromzufuhr sichern. Gedacht ist sie, an die Notstrom hinzubachen. Das heißt, ihr habt euren Universalstecker hier an der Notstrom. Also das hängt unten am Flaschenhalter, dann habt ihr hier das USB, den USB-Anschluss, schließt die an. Wichtig ist jetzt hier, sie wird nicht wirklich funktionieren. Sie leuchtet blau, aber sie geht nicht. Die ist nicht kaputt. Das dachte ich nämlich am Anfang auch. Lange den Notstrom einschalten, dann leuchtet sie heller blau
Und dann geht es ja auch. Wir haben hier vier verschiedene Stufen. Und die hellste ist schon extrem hell. Ich kann es euch mal nach hinten zeigen. Also ihr seht hier, es ist richtig hell beleuchtet alles. Und dann haben wir eben noch 1, 2, 3 und die vierte Stufe. Das ist die Ohm. Für mich eine sehr tolle Leuchte im Bereich Mountainbike, weil ihr dürft die eigentlich nicht auf der Straße nutzen. Es ist eine Helmlampe. Deswegen ist es auch eher eine Notlampe. Also wenn ihr irgendwo beim Mountainbiken seid und ihr fahrt in den Bergen und kommt, weil halt eben jetzt halt auch wieder es schneller dunkel wird, ihr kommt in die Dunkelheit, dann ist es gut, sowas dabei zu haben. Rein wirklich täglich für den Arbeitsweg würde ich sie nicht hernehmen. Das ist wie gesagt eine Notlampe. Aber dafür ist sie hell. Ihr könnt es verändern in der Lichtstärke und so kommt ihr auf jeden Fall den Berg noch runter. Hoffentlich heil. So, Kandidat 2 Ohm. Das ist blaues Licht. Hängt an der Powerbank, am Notstrom ist an. Es leuchtet blau. Und leuchtet blau. Jetzt drücken wir hinten auf blau mal drauf. Und dann sehen wir schon, wir haben einen harmonischen Kegel, also er ist nicht wirklich hell. Das ist eher sowas, wo man tagsüber mal nutzen könnte. Dann die zweite Lampe ist schon ein bisschen heller. Zweite Stufe ist schon ein bisschen heller. Man sieht auch zu den Seiten mehr. Dritte Stufe, da wird es dann schon um einiges heller, gerade im Kegelbereich, also ganz vorne. Und auf der Stufe 4 habt ihr die Seiten auch noch mal ein bisschen heller. Aber man merkt schon im Vergleich zur SL ist da wesentlich weniger Ausleuchtung auch zu den Seiten. Wir kommen nach vorne hin schon recht gut, aber die Seiten fehlen uns ein bisschen. Das ist die Ohm von ZNext. Der Notstrom ist quasi hier verbunden. Und weiter geht's. So, schwarzes Teil vor dunklem Hintergrund. Viele meckern immer, ich habe da was vorbereitet. Jetzt haben wir ein schwarzes Teil vor einem hellen Hintergrund. So seht ihr auch was. Heißt, wir haben hier eine Sattelstütze. Sattelstütze, hä, was hat das mit Licht zu tun? Ganz einfach, es ist die Lightskin und die leuchtet. Ihr habt hier eine LED-Leiste integriert in der Sattelstütze. Geladen wird das Ganze hier oben über den Stecker. Das hängt man über ein Micro-USB ganz einfach hin. Und dann habt ihr hier 5 LEDs, die leuchten. 2 stehen raus, da müsst ihr aufpassen. Nicht, dass ihr, wenn ihr die einbaut in euer Rad und ihr versenkt es so tief, dass die hier oben anschlägt. Es ist hier oben eine Markierung, bis wo ihr die hin einstecken dürft, also Maximum und dann ist Schluss. Und dann könnt ihr aber auch, wenn ihr die unteren beiden verdeckt habt, könnt ihr einfach nur die oberen 3 leuchten lassen. So bleibt auch die Batterie ein bisschen länger erhalten. Ansonsten, es gibt einfach nur an und aus. Ihr drückt auf die mittlere LED drauf, dann geht sie an. Dann gibt es eben die Dreier und aus. Die vierte Lampe, die Trelog LS760 iGo Vision. LS760 iGo. Richtig. Kryptischer Name, aber ein super geiles Produkt. Warum? Weil die hat nämlich eine Höhenanzeige. Wir haben sie euch im Lampentest schon vorgestellt. Sie ist eine der wenigen Lampen, die ich kenne, die diese Höhenanzeige hat. Lange auf Plus drücken, dann kommt die Einstellung und ihr richtet sie aus und wisst dann immer ganz genau, dass das genau die richtige Höhe ist. Das heißt, ihr blendet den Gegenverkehr nicht. Das ist die optimale Lampe für Räder, die ihr nutzt, um in die Arbeit zu fahren, also viel im Stadtverkehr auch. Und ihr wollt nicht unbedingt immer ein komplett Lichtset dran haben, sondern ihr löst das Ganze mit Akkuleuchten. Dann ist das eure Lampe, weil so seid ihr auf jeden Fall davor sicher, dass die Autos die ganze Zeit aufblenden. Und wie diese Lampe ausguckt, sehen wir jetzt. So, wir haben jetzt hier die 4 Linien und man sieht hier, die sind unterschiedlich. Wenn wir jetzt die etwas nach vorne neigen, dann kommen wir in eine Linie und das ist die optimale Einstellung. Sollten wir zu weit nach unten gehen, geht es wieder nach unten und so geht es wieder hoch. Das heißt, wir sind immer in einer optimalen Einstellung, wenn alle 4 übereinander sind und das ist dann genau die richtige Einstellung. So blendet ihr eigentlich auch nicht den Gegenverkehr. So, unser letzter Kandidat für dieses Video kommt einen weiten Weg. Er ist einer der günstigsten, also ich glaube 20 Euro oder sowas, 19,90 €. Hat am längsten gedauert, war irgendwie über den Seeweg wahrscheinlich. Und ist ein kleiner Vertreter. Es ist eigentlich bloß ein kleines, rundes Ding mit einem Micro-USB hinten und einem Schalter, wo drauf steht Auto oder manuell. Dazu gibt es einen Halter und es handelt sich um ein, jetzt muss ich selber lesen, ein Enfitnix X-Lite 100. Klingt jetzt erstmal ein bisschen kryptisch, ist einfach nur ein Rücklicht. Aber es hat eine Besonderheit und zwar,
Wenn wir es einschalten, blinkt es. Das darf es natürlich in Deutschland nicht unbedingt. Also wenn ihr so ein Ding holt, immer im Dauerlichtmodus haben. Aber es ist ein Bremslicht mit dabei. Ob das funktioniert oder nicht, werden wir uns gleich anschauen. Es ist wirklich nicht viel. Das Plastikverpackung, das Licht, aufladen und dann könnt ihr es am Sattel montieren. Und dann gucken wir mal, ob das Bremslicht wirklich funktioniert. Zusammenfassung. Wir haben hier Lampen für jedermann. Das sind ein bisschen außergewöhnliche Lampen. Der große Lampentest ist ja in einem anderen Video. Aber hier haben wir für jeden irgendwie was dabei. Wir haben für den Pendler die Lampe mit Einstellung. Wir haben für den, der wirklich viel in der Nacht unterwegs ist, auch vielleicht mal in den Bergen, haben wir natürlich die Lupine SL. Bremslicht, was erstaunlich gut funktioniert hat. Also ganz ehrlich, Sven und ich haben uns selber angesucht, wie kann das funktionieren? Und im Endeffekt hat es echt super funktioniert. Da waren wir schon ein bisschen erstaunt. Einziger Wermutstropfen ist dieses Blinklicht. Ich weiß nicht, ob es dafür dann für die STVZO gültig ist, aber wenn ihr es im Dauerlichtmodus anhabt, dürfte eigentlich keiner was sagen. Hauptsache, ihr habt ein Licht und das ist schon mehr als manch anderer, der da draußen rumfährt. Für die Puristen unter euch natürlich die Lightskin-LED-Sattelstütze und für den, der einfach mal schnell ein Licht dabei haben will, aber nicht zu viel Platz verbraucht und sowieso schon eine Powerbank dabei hat, ist die Ohm auch ein interessantes Gerät. Alle Links zu diesen Lampen findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer kommt gut durch die Nacht, kommt sicher durch die Nacht, passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video. Ich danke euch. Ciao!